Hallo, ich bin's wieder, die Ute von Siegert Sports. Hallöchen. Heute machen wir mal wieder ein bisschen was. Ich habe mir meine Matte hergerichtet, ansonsten gar nichts. Und wir schauen mal, was wir daraus machen. Gell? Wir möchten so ein bisschen den ganzen Körper trainieren, einfach so Blockaden loswerden, einfach ein bisschen Kräftigung, ein bisschen Dehnung, ein bisschen Tiefenmuskulatur, von allem so ein bisschen was, okay? Also seid bereit. Und wir starten sofort. Und zwar, ihr atmet tief ein, stellt euch einfach hüftschmal. Und aus. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Genau, Stückchen zurück. Tief ein und aus. Tief ein und aus. Wir bleiben gleich mal hier. Nehmt die Schultern nach hinten, unten. Ihr schaut mal, dass ihr vielleicht, wenn euch das zu wenig ist, dann macht ihr einfach eure Lieblingsmusik an. Ansonsten machen wir heute wieder ohne Musik. Konzentriert euch nur auf euch und wir schütteln einfach mal ein bisschen den Körper. Schütteln. Und zwar nehmen wir nicht die Arme, sondern wir schütteln einfach. Unten aus den Füßen heraus gerne die Ferse leicht anheben. Der ganze Körper schüttelt. Ihr hört es an meiner Stimme. Locker werden, locker werden, locker werden. Gehen wir wieder auf die Matte, dann muss ich nämlich ein bisschen Tiefenmuskulatur schon mal bearbeiten oder in Bewegung bringen. So, die Fersen sind leicht angehoben, balanciert euch schon mal ein bisschen aus und jetzt ganz bewusst ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Ihr wisst, beim Faszientraining geht es auch immer ein bisschen um Schütteln, Rezeptoren werden in Bewegung gebracht, in Alarmbereitschaft. Aha, was passiert da im Körper? Wir stehen locker im Knie. Und wir nehmen die Schultern mal nach hinten. Jawohl, bleibt ruhig mal auf dem ganzen Fuß jetzt stehen. Die Zehen ganz schön auseinander. Nicht so verkrumpeln in der Mitte, sondern richtig schön weit. Locker stehen auf dem ganzen Fuß. Wir nehmen mal die Ellenbogen mit. Mobilisation des Schultergelenks. Jawohl, weit nach hinten. Sehr gut. Wir machen die Arme ein bisschen weiter auf. Große Kreise, jawohl, sehr schön. Und zieht euch mal nach oben und wir ziehen uns links und rechts nach oben. Lasst aber die Schultern tief weg vom Ohr. So, der ganze Oberkörper geht mit auf die Füße. Gerne wieder lang machen, die Arme. Zieht euch einfach mal ein bisschen lang und dann zur Seite tief. Nochmal Schultern kreisen, immer nach hinten und dann nochmal nach vorn. Grundsätzlich arbeiten wir aber mehr nach hinten, weil wir ja sowieso schon immer nach vorn gebeugt sind, die meisten. Nochmal nach hinten. Jawohl, ihr merkt, das fühlt sich jetzt vielleicht schon ein bisschen beweglicher an, ein bisschen lockerer. Sehr gut. Lass die Schultern unten und hinten. Nimm mal die Arme tief. Gerne die Hände so ein bisschen anstellen und mal den Kopf zur Seite, zur Mitte und langsam zur anderen Seite, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte, zur Seite, zur Mitte. Lass mal die Arme locker hängen und jetzt machen wir das Ganze mit ein bisschen mehr Tempo. Seite, Mitte, Seite, Mitte, Seite, Mitte. Hier Mobilisation. Genau. Seite, Mitte, Seite, Mitte, Seite, Mitte. Und wir bleiben in der Mitte und gehen wir nach oben, Mitte, nach unten, Mitte. Nach oben, Mitte, nach unten, Mitte. Nach oben, Mitte, nach unten, Mitte. Locker im Knie. Mitte, nach unten, Mitte. Einmal noch. Oben, Mitte und nach unten, Mitte. Okay, wir nehmen die Schultern wieder nach hinten und wir gehen jetzt mal ein bisschen in Bewegung. Nehmen den Step Touch und lassen mal die Arme so ein bisschen um uns rumschleudern, ein bisschen rumschwingen. Tap, tap. Macht das in eurem Tempo. Tap, tap. Genau, sehr schön. Auch hier wieder Rotation im Rumpf. So ein bisschen. Tap. Die seitlichen Bauchmuskeln werden angesprochen, die Tiefenmuskulatur. Bauchnabel zur Wirbelsäule gezogen.
Immer die Fußspitzen tap, tap, tap. Bleibt mal stehen und jetzt ganz bewusst rundherum um den Körper. So, ihr könnt die Hüfte gerne ein bisschen mitnehmen in diese Bewegung, in diese Drehung. Jawohl, vielleicht kratzt und scheppert es ein bisschen. Schau, dass du die Schulter nicht nach oben ziehst. Genau. So, wir bleiben wieder stehen. Schultern wieder nach hinten nehmen, stell dich wieder ein bisschen enger. Wir nehmen mal die Arme nach oben. Hier, Handflächen oben, wir ziehen mal leicht zurück, leicht zurück, leicht zurück. Ellenbogen gehen nach hinten. Zurück, zurück. Wir halten. Und jetzt nur der rechte Arm öffnen, zurück. Linke Arm zurückziehen und nach hinten. Und wir schauen, dass unsere Beckenknochen aber vorne bleiben. Die gehen nicht mit in diese Bewegung. Das Knie ist aber locker. Und nach hinten, genau. Und nach hinten, weit machen. Weit machen. Weit machen. Genau, schön nach hinten. Lass die Schultern tief. Schau, dass du die Schultern nicht nach oben ziehst. Weit, genau. Nochmal. Jawohl. Letztes. Sehr schön. Und wir machen mit unseren Armen eine liegende Acht an der Seite. Das heißt, ich stelle mich seitlich rund und gerade. Rund im Rücken und gerade. Brustbein heben. Rund und gerade. Rund und gerade. Nimm die Schultern mit. Rund und gerade. Rund und gerade, rund und gerade, rund und gerade, rund und gerade. Genau. Du kannst es auch gerne langsamer machen. Und dann bleiben wir auch hier stehen. Schultern wieder zurück, nach hinten, unten. Nehmen den rechten Arm tief und ziehen über Kopf. Andere Seite. Ihr merkt, wir sind immer noch in der Mobilisation. Wir schauen, dass wir alles ein bisschen weicher und beweglicher bekommen im Körper. Die Rotation, jetzt die Seiten, der obere Rücken, Brustkorb, Schultern. Sehr gut. Zieh tief, lass die Knie locker und nochmal rüber und jede Seite noch einmal. Sehr schön. Okay. Schultern wieder nach hinten nehmen. Die Hände mal verschränken und mal rundherum kreisen. Auch hier die Handgelenke sind mal ein bisschen schwierig. Ihr merkt vielleicht auch, da knackst es vielleicht. Vielleicht ist es auch nicht so ganz an, rund. Mach mal andersrum. Richtungswechsel. Vielleicht geht es da leichter. Vielleicht geht es da noch schwieriger. Handgelenke. Ja. Brauchen wir auch immer. Dann nehmen wir die Arme rundherum um unseren Körper, um unseren Kopf. Entschuldigung. Ganz nah am Hinterkopf. Da geht es wieder darum, dass wir unsere Schultergelenke bewegen dabei. Jawohl, nah um den Kopf herum. Und ihr merkt es auch mal andersrum. Die Schultergelenke müssen da arbeiten. Da knackt es vielleicht ein bisschen. Das ist gewollt, dass da richtig Bewegung reinkommt. Lass den Kopf aber aufrecht. Schau nach vorn, mach den Bauch wieder fest, locker im Knie. Bei mir knackt es auch. Jawohl, sehr gut. Und dann schütteln wir nochmal, so wie vorhin, die Fersen leicht anheben. Okay. So, jetzt haben wir unseren Oberkörper schon mal leicht aufgewärmt. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Wir kommen mal seitlich, stützt euch ab, gerne die Hände nach außen, also Fingerspitzen nach außen und bewegen hier unser Becken vor und zurück. Die öfter bei mir mitmachen, wissen es schon, das mache ich sehr gerne, diese Übung. Hier geht es auch an die Lumbalfaszie,
die starke Faszie hier unten, die uns da gerne mal alles unten im Becken und im Lendenwirbelbereich alles festhalten lässt. Und dann gibt es Schmerzen. Vor und zurück, soweit es geht. Schaut aber, dass ihr den oberen Rücken nicht mitarbeiten lasst, sondern die Bewegung ist wirklich hier unten. Brustbein ist gehoben. Du kannst dich gerne noch ein bisschen weiter vorbeugen, wenn du möchtest. Muss aber nicht. Schau, dass dein Rücken gerade bleibt. Vor und zurück. Du merkst, je öfter du es machst, desto leichter wird es. Desto beweglicher wirst du. Und versuch so weit wie möglich in die beiden Richtungen zu gehen, nach vorne. Du kannst es auch ruhig langsamer machen. Mach es, wie es für dich gut ist. Dann gehen wir mal links und rechts, ohne die Knie so großartig mitzubewegen. Und rundherum. Richtig schön rundherum. Und mal andersrum. Genau. Fingerspitzen sind immer nach außen. So, sehr gut. Und jetzt schwingen wir mal ein bisschen hin und her. Links und rechts. Links und rechts. Stellen uns ein bisschen breiter. Und nehmen mal einfach unsere Arme mit und unsere Hüfte ein bisschen mehr mit. Genau. So, jetzt hätten wir jetzt den besten Takt. Vielleicht habt ihr den. Wir kreisen. Eins, zwei und 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 kreisen. Eins, zwei. Und kreisen. Einmal noch. Und kreisen. Jawohl. So. Und jetzt nehmen wir unsere Beine mal nach außen. Mobilisation des Hüftgelenks. Auch da kann es sein, dass es knackst und kracht. Groß machen. Ja. Gerne ein bisschen weiter stellen. Auch langsamer passieren. Gell? Könnt ihr schön langsam absetzen. Schau, dass die Beckenknochen nach vorne schauen, dass du deinen Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehst. Ja, sehr gut. Okay, wir bleiben mal stehen. Fußspitzen nach vorne nehmen. Und wir heben mal die Fersen an und senken sie wieder. Wir nehmen mal unsere Arme mit. Richtig hoch. Hoch, hoch, hoch. Wir schwingen. Zwei, drei, vier. Halten. Hoch, hoch, hoch. Hoch und wieder tief. Eins, zwei, drei, vier. Oben halten. Eins, zwei, drei, vier. Wieder tief. Schwingen. Eins, lang schwimmen. Schwingen, drei, halten oben, eins, zwei, zieh sie hoch, drei, vier, wieder tief, eins, zwei, schau mal her, drei, vier, halten oben, eins, zwei, drei, vier, und wieder tief, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, lass die Schultern aber weg von den Ohren. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Geht noch ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Wir machen das Ganze noch zweimal. Eins, zwei, drei.
3, 4, 1, 2, 3, 4. Und letztes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Mal ausschütteln. Ich hoffe, ihr habt es ein bisschen gespürt in euren Waden und vielleicht auch ein bisschen im Rücken. Wir stellen uns ein bisschen breiter auf der Matte und bouncen nach unten. Fußspitzen sind außen, die Zehen schön auseinandernehmen. Schau, dass ihr euch nach hinten absetzt und nicht die Knie nach vorne schiebt. Okay? Wir setzen nach hinten. Okay. Erstmal die Seiten. Tief. Immer strecken und beugen. Aufrichten im Oberkörper. Schau nach vorn. Bleib lang im Rücken. Genau. 1, 2. Nimm deinen Arm mit. 3. Er zieht richtig hoch. 4, 5, 6, 7. Wechsel. 8. 1, 2. Lang ziehen. 3. Das Bein ist lang. 4, 5, 6, 7. Zieh dich lang. Wechseln. 1. Richtig lang machen das Bein und den Arm. 3, 4, 5, 6. Vergiss nicht immer hin und her zu gehen. 7, 8. Wechseln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jede Seite noch einmal. Komm. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Komm zurück. Bounce, 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 bounce. Komm, richte dich mal auf. Arme gehen seitlich. Handflächen nach oben, Daumen hinten. Und wir gehen nach unten. Bounce, bounce. Richte dich hier groß auf, mach den Bauch fest. Schultern weg vom Ohr, die bleiben schön tief. Arme lang, Spannung, Bizeps, Trizeps. Mach sie mal richtig fest. Bounce nach unten, die Zehen sind locker. Bounce, 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 bounce. Wir heben mal die rechte Ferse mit an. Tief, 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 tief. Wechsel auf links. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Richte dich auf. Wechsel. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Richte dich auf. Wechsel. 8, 7, 6, 5. Mach dich nochmal groß. Zieh dich am Faden nach oben, aber setz dich tief. Wir gehen mit beiden Beinen. Meine Matte rutscht ein bisschen. Beide Fersen hoch. Schau, dass du dich nicht nach vorne setzt. Setz dich nach hinten. Balancier dich aus. Richte dich groß auf. Brustbein heben. Komm. Tief, 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 tief. 8, 7, 6. Oben die Fersen. 4, 3, 2. Die letzten 8. Die schaffen wir noch. 8, 7, 6, 5. Schultern tief. 3, 2. Halten. Nur halten. Die Hände im Wechsel. Lass die Fersen oben. Setz dich schön tief. Vielleicht geht es noch ein bisschen tiefer. Lass die Schultern oben. Balancier dich aus. Wackeln ist kein Problem. Wenn ihr wackelt, trainiert ihr tiefe Muskulatur. Komm im Wechsel. Bizeps, Trizeps festmachen. Halten. Sehr schön. Abstützen. Fersen tief. Mal aufrollen. Oh, rund im Rücken nach oben kommen. Nochmal gerade nach unten. Fingerspitzen sind außen. Und rund. Gerade. Und rund. Gerade.
Und gerade. Und andersrum. Rund, gerade. Rund, gerade. Rund, gerade. Rund, gerade. Sehr schön. Wir gehen mit den Händen mal tief. Setzen uns mal ein bisschen tiefer und bouncen. Ganz schnell. Bounce, 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 bounce. Lass den Rücken lang. Da, da, da. Tief. Komm. Das ist ein bisschen anstrengend. Das macht nichts für die Oberschenkel. Macht auch mal den Po mit fest. Komm, bounce. Nach unten, nach unten, nach unten. Kleine, schnelle Bewegungen. 4, 3, 2. Und die Fußspitzen zeigen nach vorne. Und nach die Fersen. Und wieder zusammen. Und enger zusammen. Und enger zusammen. Und enger zusammen. Und wir haben die Knie leicht gebeugt und rollen uns nach oben auf. Schultern kreisen. Wer will, trinkt mal einen Schluck. Okay, müsst ihr nicht. Ansonsten, ihr könnt natürlich auch immer zwischendurch trinken. Mein Wasser hier. Nicht vergessen, gell? Immer trinken zwischendurch. So, ihr spürt schon so ein bisschen was, gell? Gut, wir bleiben auf der Matte. Nehmen ein Bein nach hinten. Stellen uns also seitlich. Oberkörper leicht nach vorne. Wir nehmen mal unseren Fußflex. Schau mal, das Knie ist gebeugt. Ihr könnt die Arme öffnen oder einstützen, wie ihr wollt. Und wir schieben jetzt mal den Fuß ganz schnell nach hinten. Für den Popo. Der Popo ist fest angespannt. Ihr spürt aber auch im Standbein den Po. So, schiebt mal die Ferse weg nach hinten. Das muss gar nicht ganz gestreckt sein, das Bein. Das müssen schnelle, pulsierende Bewegungen sein. Standbein ist gebeugt. Beckenknochen schauen beide gerade nach vorne. Der Bauch ist fest. Wieder mal pulsierend nach hinten schieben. Schieben, schieben, schieben. Lass die Schultern tief. Hier macht den Popo fest. Jawohl. Kleine Bewegungen. Super. Wir machen noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halten, zieh ran und jetzt strecken. Zieh ran und strecken. Der Fuß ist immer noch flex. Die Ferse drückt weg. Zieh ran und strecken. Zieh ran und strecken. Jawohl. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hinten halten. Fuß jetzt mal lang und wieder flex. Immer im Wechsel. Lass das Bein schön lang. Das Fußgelenk noch mal ein bisschen. Popo fest. Langes Bein. Halten. Und absetzen. Ausschütteln. Hat es gemerkt? Ich denke schon, gell? In beiden Seiten. Wenn ihr auf der Matte steht, ist es natürlich viel wackeliger, als wenn ihr am Boden steht. Aber bleibt ruhig, wenn es geht, auf der Matte. Weil er arbeitet viel die Tiefenmuskulatur. Und wenn es geht, haltet ihr euch halt nicht fest. Lieber dann die Arme öffnen, dann habt ihr mehr Balance. Oder wieder in den Stütz. Andere Seite. Fußflex, Standbein gebeugt. Oberkörper nach vorne gebeugt, Rücken lang. So, und jetzt kommen wieder die kleinen pulsierenden Bewegungen. Ihr merkt eure Schokoladenseite, auf welcher könnt ihr besser stehen. Klein nach hinten wegschieben, die Ferse. Komm, schieb weg. Beide Beckenknochen schauen wieder nach vorne. Jawohl. Schieb weg, schieb weg. Spann den Popo an. Festmachen. Du merkst es auch im Standbein? Wir machen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, gerne auch öffnen, 1, zieh ran und jetzt strecken, zieh ran und strecken, zieh ran
und strecken. Zieh ran und strecken. Zieh ran und strecken. Der Fuß ist immer noch flex, Bauch ist fest. Zieh ran, strecken. Zieh ran, strecken. Zieh ran, strecken. Wir machen noch 8, 7, 6, 5. Streck richtig aus. 4, ihr merkt, ich wackel auch. 3, 2, 1. Halten. Oh, kurz absetzen, kein Problem. Halten. Streck das Bein und dann den Fuß nochmal. Zieh ran und weg. Zieh ran und weg. Standbein beugen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lösen. Sehr schön. Sehr schön, dann habt ihr es gemerkt. Schon, gell? Ich auch. Ich habe heute eine besonders dicke Matte. Ich wollte die mal wieder ausprobieren, weil da muss man halt noch mehr ausbalancieren. So, wir haben die Knie gebeugt. Kommen mal nach unten. Halten, einfach tief halten. Dann strecken. Strecken die Beine und beugen. Strecken und beugen, so gut es geht. Du musst auch gar nicht mit den Händen bis zum Boden kommen. Es reicht auch, wenn du einfach hier an den Unterschenkeln dich festhältst. Ansonsten wichtig, versuchen wirklich in kleinen Bewegungen die Knie strecken und beugen. Jetzt geht es mal ein bisschen an die Beinrückseite. Da, wo wir am meisten Verkürzungen haben. Strecken, beugen, strecken, beugen. Und ihr spürt es, gell? Beinrückseite meldet sich schon. Jawohl. Und dann im Wechsel. Beugen, strecken, einzeln die Beine. Ja. Nimm die Hüfte gerne ein bisschen mit. Und dann halten. Wir kommen mit den Händen nach vorne. Ins V, Finger gerne spreizen. Fersen tief. Und dann über die Fußspitzen nach vorne ins Brett. Ellenbogen leicht beugen. Halten. Halten. Und wir setzen ab. Und kommen nach hinten. Passt auf. Immer linke Hand zur rechten Schulter. Rechte Hand zur linken Schulter. Und wieder zurück. Und dann immer im Wechsel. Wenn euch das zu schwer wird, dann haltet ihr einfach nur im Brett. Schau mal, dass der Bauch nicht durchhängt. Dass du da immer ein bisschen Spannung hast. Und wenn du dich nach oben schiebst ins V, zieh den Popo nach oben, mach den Rücken lang. Ja, Fersen immer schön tief. Immer wieder versuchen, noch ein bisschen mehr aus der Übung rauszuholen. Wir machen das 4-mal noch. Und 1. Und setz mal die Knie ab. Mal nach hinten umlegen. Jawohl. Sehr gut. Kurz pausieren. Wunderbar. Jetzt machen wir noch schnell was für den Bauch. Und dann haben wir es für heute schon geschafft. Die Füße sind aufgestellt. Wenn ihr ein bisschen Probleme habt mit dem Hüftbeuger, dann könnt ihr gerne die Fußspitzen ein bisschen anstellen, dann ist der Hüftbeuger ausgeschaltet. Wir gehen nach hinten ins Half Roll-Up, ziehen uns nach oben lang. Alle anderen nehmen die Füße nach unten. Half Roll-Up aus dem Pilates und wir ziehen uns im Rücken wieder lang. Lang. Nach unten. Lang.
Einmal noch. Lang nach oben. Jawohl, wir bleiben mal hier. Gehen mal ein bisschen tiefer mit den Armen und öffnen die Arme und kreuzen. Lass den Rücken lang, spannt den Bauch an. Öffnen und schließen. Lass den Rücken lang, Bauch angespannt. Noch vier, noch drei, zwei, eins. Halten, kurz nach vorne kommen, ausruhen. Geht das? Ja. Ihr könnt dann natürlich noch ein bisschen weiter nach hinten oder wenn es euch schwerfällt, nicht ganz so weit nach hinten. Ja? Versucht ja einfach. So, wir gehen nochmal in diese Position. Bisschen tiefer und wir wechseln links und rechts. Rücken ist lang, Bauch ist fest. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und wieder nach vorne überbeugen. Auch das macht ihr wieder so, wie es für euch gut ist, ja? Je fester und je besser euer Bauch trainiert ist, desto weiter könnt ihr nach hinten. Aber lasst den Rücken schön lang, ja? Dann kann der Rücken auch noch mitarbeiten. Und wir gehen nochmal, ein letztes Mal zurück. So, wir nehmen die Arme vor und zurück. Ganz kleine. So, Rücken wieder lang, Brustbein heben. Ganz kleine Bewegung vor und zurück. Arme seitlich. Nicht Verschränkungen hinterm Kopf, die Hände. Und wenn ihr wieder spürt, hier den Hüftbeuger, könnt ihr gerne die Fußspitzen ein bisschen hochnehmen. Dann ist es leichter. Noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und nach vorne ausstrecken. Jawohl, lass mal die Beine lang. Gerne mal den Oberkörper nach vorne nehmen, ziehen. Du spürst den Rücken, du spürst den Bauch. So, heute eine kurze Einheit, mal einmal quer durch den Körper. Wir haben angefangen, Füße, Waden, Oberschenkel, Popo, Bauch, Schultern habt ihr gespürt, Arme, Brustwirbelsäule, auf und zu, alles dabei. So. Wir ziehen uns hier mal nach hinten, halten uns fest am hinteren Oberschenkel. Hoppala, ich bin gar nicht mehr auf der Matte. So, ein Bein nach dem anderen nach oben strecken. Jawohl, Füße flex. Halten hier, Füße point und flex im Wechsel. Fußspitzen anziehen und wieder nach oben strecken. Auch hier spürt es nochmal im Fußgelenk. Lass die Schultern tief. Halten, flex. Jetzt spürst du die Dehnung in der Wade. Beine strecken. Du kannst dich hier gerne am Unterschenkel festhalten und mal die Beine so ein bisschen mehr über Kopf ziehen. Auch wenn es zittert, das macht nichts. Lass die Schultern tief. Ziehe ruhig mal ein bisschen über Kopf. Dann öffnen. Ah, du spürst es in den Innenseiten. Haben wir auch noch bearbeitet, die Innenseiten. Füße bleiben mal flex. Hier haben wir auch gleichzeitig den Nierenmeridian, der angesprochen wird. Durchatmen, schließen, abwinkeln. Ein Bein nach dem anderen aufstellen. Wir schieben mal die Hüfte ein bisschen nach links. Legen das rechte Bein ab. Die rechte Hand greift ans linke Knie. Linken Arm nach außen. Und wir kommen über die Seite. Lassen wir die Schultern tief. Schauen nach links. Tief ein- und ausatmen, in die Seite fallen, spürt die Rotation, die Dehnung hier in der Seite, dann langsam mit der rechten Hand das linke Knie zur Mitte bringen, aufstellen, beide Beine aufstellen, wir schieben mal die Hüfte nach rechts, linkes Bein abstellen, ablegen,
Linke Hand geht zum rechten Knie. Rechten Arm nach außen. Und komm auch hier nochmal über die Seite. Schau nach rechts. Lass die Schultern so tief es geht. Jawohl. So, und langsam wieder zur Mitte kommen. Aufstellen das Bein, beide Beine aufstellen. Komm wieder mit der Hüfte mittig. Schüttel mal aus die Oberschenkel. Sehr schön. Jawohl. Wir legen mal das rechte über links. Greifen durch mit den Armen an den linken hinteren Oberschenkel. Ziehen beide Beine ran. Schieben mal die Beine nach außen. Lassen mal die Schultern wieder tief. Ihr spürt die Dehnung im Po. Rechte Seite. Durchatmen. Du kannst jede Dehnung auch verlängern, wenn sie dir gut tut. Ja? Wechsel mal die Seite. Einfach auf Stopp drücken oder dann zurückspulen. Ist ja wurscht. Andere Seite. Greif wieder an den hinteren Oberschenkel. Zieh beide Beine ran. Gerne mal das rechte Bein etwas nach außen schieben. Dann spürst du mehr Dehnung in der linken Pobacke. Durchatmen. Lösen. Sehr schön. Wir kommen mal mit Schwung nach oben. Drehen uns in den Vierfüßlerstand. Hände aufstellen unter der Schulter. Machen einen Katzenbuckel richtig rund und gerade. Das ein paar Mal. Rund und gerade. Nimm den Kopf immer mit. Ein letztes Mal. Und jetzt kommen wir in den Kniestand. Wenn das jetzt schwierig ist für euch mit dem Knie, dann steht ihr auf und macht die gleiche Übung im Stehen. Ansonsten nehmen wir das rechte Bein nach vorne, schieben mal unsere Hüfte vor. Hüftbeuger. Im Stehen sieht das Ganze so aus. Hinten beugen das Bein. Ja, und auch beide Beckenknochen schauen nach vorne. Hüftbeuger. Schau aber beim vorderen Bein, dass das Knie nicht weiter vorne ist als die Fußspitze. Und schieb dich hier mal richtig runter. Wechsel die Seite. Das kannst du im Stehen genauso wieder machen. Und auch hier wieder runter. Richtig schön runterlassen, die Hüfte. Du spürst die Dehnung, ist ganz angenehm. Lösen, stützt dich einfach am Oberschenkel ab. Komm nach oben. Nochmal ausschütteln. Sehr gut. Für den vorderen Oberschenkel. Wir nehmen einen Unterschenkel, ziehen beide Beine parallel und ziehen das Knie zurück. Gerne irgendwo festhalten jetzt oder ausbalancieren. Auf der Matte ist natürlich super. Hast du gleich wieder tiefen Muskulatur dabei. Darfst auch wackeln. Ausschütteln, lösen. Sehr gut. Für die Schulterpartie noch. Zieh mal einen Arm rüber. Lass die Schulter tief und zieh den Arm ganz rüber, dass du die Dehnung spürst hier übers Gelenk. In den Oberarm hinein. Öffnen, andere Seite. Ganz wichtig, dass ihr das Dehnen hinterher nicht vergesst. Wir haben heute alles so ein bisschen angesprochen. Ich hoffe, ihr spürt ein bisschen was überall. Nicht so, dass ihr nicht mehr könnt, weil so ist es nicht gedacht. Jeder Muskel wird so ein bisschen angeregt. Die Faszien werden ein bisschen mit in Bewegung gebracht, natürlich die Rezeptoren angesprochen. Vielleicht war es auch ein bisschen anstrengend an der einen oder anderen Stelle, vielleicht an der einen oder anderen nicht. Lösen, Schultern lockern. Sehr gut. Aber auf jeden Fall haben wir ein kurzes, schnelles Programm gemacht. Tief einatmen und aus. Hier wieder weiter zurück. Tief ein. Einmal noch. Zieh dich mal nach oben auf die Zehenspitzen.
zieh dich lang, 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 lang und langsam tief ausatmen. Und ich bedanke mich bei euch allen wieder fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch geht es jetzt gut in eurem Körper. Ihr fühlt euch wohl. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ihr macht bald mal wieder mit bei mir. Schaut ruhig mal, was die Playlists sonst noch hergeben. Schönen Tag. Ciao, ciao.